Jackie. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Whisky, pack ein. Alles einpacken hier. An meinen Laptop gucke ich gleich noch. Was ist das? Bounce back. So, mal kurz die Dusche anmachen mit Klamotten. Jawohl. Immer schön mit Klamotten duschen. So, was haben wir hier Schönes? Drei Nachrichten. Mega-Medikament-Lotterie. Achtung, kaufen Sie zwei Tickets. Und halt das dritte gratis dazu. Ja, Spam-Scheiß. Penis-Nanogel-Betrugswarnung. Ach, na toll. Jetzt, wo ich meinen Penis vergrößern wollte. Melba entdeckt. Okay. Genau. Das sind ja tolle E-Mails. Kann ich die auch gleich löschen irgendwie? Okay. What the fuck? Okay, das ist Cyberware. Rucksack. Das ist das, was ich dabei habe. Ich habe 200 Plätze, okay. Itemherstellung. Ach, das ist das Ding, was ich gerade hatte. Das kann ich auch herstellen anscheinend, okay. Nicht genügend Komponenten. Upgrades. Okay, das kann ich noch aufwerten. Journal, Splitter. Ach hier, ach so, das ist das, was ich vorhin nicht gelesen habe sozusagen. Okay. Tacho, Nachrichten. Option gesperrt. Datenbank. What the fuck? Okay. Das ist anscheinend alles, was es so gibt. Oh, Alter. Da kann man sich auf jeden Fall dumm und dämlich lesen. So, dann nehmen wir aber hier noch eine Waffe mit. Nehmen wir hier das Sturmgewehr. Und hier das Katana. Genau. So, dann haben wir hier Kopfbedeckungen. Ja, bringt halt Panzerung, ne? Sieht zwar kacke aus. Ich glaube, ich nehme den Hut. So, dann zerlegen wir das andere. Habe ich nichts. Oberkörper. Verringere den Schaden durch Explosion um 5%. Okay. So, nehmen wir mal die Jacke mit, ne? Zerlegt man den anderen Scheiß auch. Und dann irgendwie noch ein
Geiles T-Shirt. Okay, und dann zerlegen wir die anderen auch, ne? Was brauchen wir dem ganzen Scheiß? So, Hosen haben wir auch noch. Jawohl, die bringt, hat mehr Panzerung, hm, ist logisch. Achso, ne, hat 5,9, gut. Hab ich es gesagt? So. Hier haben wir auch überall 5,9. Ja, passt schon. Kleidungsset, Schnellzugriff. Okay, ja. Sieht zwar übelst dumm aus, aber egal. Guten Tag. Kannst du das Schwert bitte einstecken? Scheiße. Die Leute müssen doch sonst was denken. Hey, wie? Hier ist Brettina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Okay. Was ist das? Hey, wie? Regina Jones hier. Ich hab gehört, dass du in Watson Arbeit suchst und zufälligerweise vergebe ich hier die meisten Aufträge. Wenn du dein Talent nicht vergeuden willst, schau dir mal die Jobs an, die ich dir geschickt habe. Wenn du gute Arbeit machst, habe ich bestimmt noch mehr für dich. Ich melde mich wieder. Okay. Gott, ich habe Alt gedrückt. So, warum kann ich das nicht aufnehmen? Hm, egal. Was ist das? Verkaufen? Ach, da kann man zu euch verkaufen. Ah, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was ist das denn? Was grün. Max Dog Schema. Ja, warum kann ich das nicht aufnehmen? Das Kondom oder was? Ich dachte, ich kriege was zu essen bei dir. Wie gefällt dir mein neuer Bot? Hat mir ganz ziemlich die Fresse poliert. Coach Fred. Sehr neugierig, wie er einen wie dich handhab. Was meinst du? Na klar, immer her damit. Den Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt, da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbot. Echtes Schnäppchen. Ein guter Turm hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Melon gegen Hernandez.
Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste sprechen. Los geht's. Na dann. Füße bewegen und den Kopf auf. Ah. Ich glaube, du Scheißteil. Also war schon. Schon mal überlegt, damit Geld zu machen. Ich kann Kämpfe arrangieren. Interesse. Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Jo. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich, wie. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Okay, Boss. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Okay. Alter, what the fuck? Eine Schlagwaffe, ein Hammer. Okay. Okay, am Ende zu deinen Gegnern. Kabuki, das ist eine Überraschung, wirst du schon sehen. Arroyo, Buck, Gangster von Sixth Street, echtes Ass. Glenn, Caesar, Fäuste wie Eisenhammer, Animals Club, Rhino, die Frau ist eine Legende, die haut jeden platt. Okay. Hallo, junge Frau. Wir sind nicht allein. Okay. Guten Tag, Wilson. Lass mal sehen. Ein Scharfschützengewehr, Sturmgewehr. Dying Knight. Ungewöhnlich ikonisch. Street Cred, Messer. Zielfernrohr, okay. Alter, das kann einen schon ganz schön überfordern, ey. Hä? Lass mal sehen. Das sind doch die hier. Upgraden von ikonischen Items. Du hast eben ein ikonisches Item erhalten, zusammen mit einem Satz Schemata. Mit diesen kannst du höherwertige Versionen des Items herstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört.
Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Ach so. Vielen Dank. Okay. Erhöht den Schaden von Kopfschüssen um 50% und verringert die Nachladezeit erheblich. Okay. Nein. Hä? Willst du noch was von mir, oder? Da brauchst du den Wulzen. Got another dry, sun-filled week. Come in your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front moving in. Hui. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Willst du noch was? Ja. Hätte ich hier nicht so ein Zeichen zum Labern? Hm, egal. Ah, sorry. Aus dem Weg! Guten Tag, guten Tag. Prinzipid. Was ist das denn? NCPD-Scanner-Delikte. Das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Fixer. Diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Aufträge. Fixer kontaktieren dich, wenn du dich in einem Auftragsort näherst. Was ist das? Achso, das ist so ein Verkauf-Ding. Hier, Verbrechensmeldung, okay. Alter, ein Haufen Markierungen. Was soll das? Ich geh erstmal zu Jackie. Alter, ein Haufen Leute. Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Tut mir leid. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senior Vector. Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen?
Nudeln, yep. Synth Roast Beef, yep. Bisschen Chili obendrauf. Und schon hast du Mama Wells berühmte Suppe de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Und? Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Decks Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Ese. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Ja, dann soll er mich abchecken. Pass auf, wie. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bacacó. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Hör mir auf mit Fixern. Die angeln Kunden, suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße, genau so ist es wie. Mann, bin ich vollgefressen. Du hast mir nicht mal was abgegeben, du Arsch. Ich war gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Kommt mein Auto gefahren? Fahren wir jetzt oder was? Kommt mein Auto gefahren? Lass uns das Baby in Aktion toll sehen. Komm. Oh, ich soll fahren. Muss ich wieder mein Gamepad anschließen. Ich will nämlich ehrlich gesagt nicht Auto fahren mit Maus und Tastatur, weil das hat sich nämlich nicht so schön angespielt. Okay, oh mein Gamepad. Okay, ich kann mich aber nicht bewegen. Ich bin verwirrt. Ich steig mal ein. Hey, amigo, mach langsam, okay? Ich hab gerade erst gegessen. Ja, geht das jetzt oder nicht? Nee. Nicht wirklich. Also zum Beispiel kann ich jetzt nicht nach rechts. Ach Gott, ist das dumm.
sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Miss D. Was du nicht sagst. Und oh, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Naja, gut. Aber wenn mein Gamepad jetzt eh nicht geht, dann machen wir Folgendes. Wir speichern einfach. Und würden sagen, das war's erstmal für heute. Es sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Und das Spiel wird, glaube ich, viele, viele Stunden meines Lebens kosten. Gut, dann wünsche ich erstmal einen schönen Abend. Und wahrscheinlich geht's morgen auch schon weiter. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.